Love Sober Talks Nüchtern, Folge 36. Hallo und herzlich willkommen in meinem Love Sober Podcast, Inspiration für ein Leben ohne Alkohol. Ich bin Christiane Hartl und dein Gastgeber in der heutigen Episode. Ich bin ausgebildeter This Naked Mind Coach nach der Methode von Annie Grace und Flugbegleiterin bei einer großen deutschen Airline. Das heißt, ich habe zwei Traumberufe, die ich wirklich über alles liebe. In meinem Podcast möchte ich mich mit Menschen unterhalten, die es geschafft haben, dem Alkohol Adios zu sagen und jetzt glücklich und frei sind. Ich möchte von ihnen erfahren, was sie gemacht haben, um auf die andere Seite zu gelangen. Außerdem möchte ich allen Menschen auf der Welt zeigen, wie schön ein Leben ohne Alkohol ist. Ich möchte inspirieren, motivieren und unterstützen. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge. In der Klinik, da war es mir dann auch egal. Ich bin auch sonntags in die Kirche gegangen, damit du halt auch Anschluss hast, beziehungsweise musste ich ja auch den Leuten vom Dorf manchmal, ich meine, das Seran, das gab es zu DDR-Zeiten schon, das kann man auch googeln. Mhm. Das hieß zu DDR-Zeiten schon das Dorf der Alkoholiker. Der Pfarrer aus dem Dorf, der hatte 1990 dem Honecker Kirchenasyl gewährt. Ja, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, ich freue mich. Heute habe ich auch mal wieder einen männlichen Gast, und zwar den Horst. Horst hat mich über Instagram gefunden und hat mich angeschrieben. Und dann haben wir auch schon mal einmal telefoniert und ich fand die Geschichte auch sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen, er ist Soberguide und bei den Guttemplern. Das heißt, damit kenne ich mich gar nicht aus so richtig und ja, da ist es auch immer wieder schön, einen Experten zu haben. Deswegen freue ich mich auf Horst. Hallo Horst, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo Christiane, grüß dich. Ja, super, dass du auch den Mut gefasst hast. Es sind ja auch nicht so viele, die jetzt gerne in einem Podcast sprechen möchten. Wir sind fast im gleichen Alter. Ich glaube, uns trennen 4 Jahre und vielleicht hätten wir uns auch beim Flughafen schon getroffen. Ne? Vielleicht haben wir uns ja schon getroffen. Kann ja möglich sein. Vielleicht hast du meinen Koffer schon gecheckt, ne, beim Zoll. Aber wie gesagt, ja. Ich glaube, ich wurde einmal kontrolliert und da wurde ich sogar gefragt, ob ich mein Handy in Chicago gekauft hätte. Und dann habe ich gesagt, nein, das war auch total alt. Da musste ich sogar wirklich diese Registriernummer musste ich vorzeigen, aber ich glaube, du warst das nicht. Ja, zu deiner Geschichte, so ein bisschen zum Alkohol. Also du warst am Flughafen tätig, das hatten wir vorher schon mal so ein bisschen besprochen. Du, ja, was bedeutet für dich heute, nach all der Zeit, Freiheit für dich? Ja, Freiheit nach all der Zeit bedeutet für mich, morgens aufzustehen, keinen dicken Kopf zu haben, alles, was um mich rum ist, ohne Benebelung mitzubekommen. Ich meine, das Leben ist schön, auch wenn du manchmal halt nicht immer nur schöne Sachen über dich, um dich rum hörst, wie jetzt schon wieder Ukraine oder so. Ja. Oder Corona, immer wieder etliche von deinen Bekannten, die sich mit Corona infiziert haben. Oder was mich im Moment halt wirklich sehr beschäftigt, ist, dass viele um mich rum in meinem Alter nach und nach von den Schulfreunden auch wegsterben. Das ist halt auch so eine Sache, die mich beschäftigt. Und ich sage mal, wenn ich weiter gesoffen hätte, ich weiß nicht, ob ich noch leben würde. Ja, da habe ich auch dran gedacht, als du das geschrieben hast. Ja, fang doch mal, gehen wir ganz kurz zurück. Wie fing denn so alles an? Also du bist 1960 geboren in einem kleinen Dorf in Oberhessen, hast du gesagt? Ja. Da war die Welt ja noch in Ordnung. Ja, da war die Welt noch in Ordnung. Mein Vater war damals bei der US-Armee in Darmstadt und ich hatte noch einen drei Jahre älteren Bruder. Und nachdem ich auf die Welt gekommen bin, hat sich mein Vater erst wollte er wieder nach Amerika, beziehungsweise hatte schon ein Jobangebot und hat es dann doch irgendwie gelassen, ist dann hier geblieben in der Familie, hat sich beim deutschen Zoll beworben. Er war ja auch Deutscher und kam dann an die DDR-Grenze mit der ganzen Familie.
Er hat einen super geilen Job gehabt. Das hat ihm wirklich ausgefüllt, hat mir Spaß gemacht. Er war Hundeführer beim Zoll. Das war ich damals auch schon, auch mal eine Zeit lang. Und hat für die Dienstfahrzeuge war er zuständig. Haben direkt an der Dienststelle gewohnt. Familie war jeden Tag für ihn greifbar. Wir Kinder, die Frau, Freunde gehabt, das war klasse. Und dann musste er damals, wo der Frankfurter Flughafen, das sagte ja auch ein bisschen was, Ende der 60er Jahre größer wurde, wurde er gezwungen, von der Grenze wegzugehen und nach Frankfurt zu gehen. Wir sind ja Bundesbeamte beim Zoll und dann wurde nicht groß gefragt, sondern hier packst deine Familie ein und gehst nach Frankfurt. War das so? Ja. Das war damals so, ja. Mein Vater erst mal ein halbes Jahr vorneweg, hat in Kelsebach eine Mein-Zimmer-Wohnung gewohnt, bis wir dann endlich eine Wohnung hatten und dann sind wir nachgezogen. Und mein Vater hat das Ganze irgendwie nicht so verkraftet. Er fing dann damals ziemlich schnell an, ziemlich viel zu trinken. In Frankfurt gab es früher an jeder Straßenbahnhaltestelle gab es diese Wasserhäuschen. Aha, was Und sind das? mein, so also Kioske. Ah ja. In Frankfurt sagt man dazu Wasserhäuschen. Ich glaube, ich komme aus dem Ruhrgebiet oder Düsseldorf, da sagt man Trinkhalle, Trinkhalle, ja. Bütchen. Die gab es halt wirklich an jedem Eck. Wenn man nach Hause wollte und aus der Schule mit dem Öffentlichen gefahren ist, musste man an so einem Ding vorbei. Und mein Vater war wirklich ein ganz, ganz liebe, gute Kerl. Wenn er angesprochen worden ist von Leuten, hat er auch das Gespräch gesucht und immer auf dem Heimweg mal erstmal einen getrunken oder zwei. Und das wurde dann bei ihm immer ziemlich schnell, ziemlich viel. Ja, Wahnsinn, der Alkohol, ja. Ja, ich bin dann mit. Wo ich dann älter wurde, mein Bruder, der ist schon vor mir zum Zoll. Naja, wenn du das siehst, dass der Vater eigentlich nicht so viel in dem Sinne arbeiten musste, sondern war mit dem Hund spazieren, dachtest du halt, das machst du auch mal. Den Job machst du auch mal. Und so war es dann auch. Ich bin dann mit 18, gut, ich musste damals auch mir einen Job suchen, habe mit der Schule aufgehört, ich war kurz vorm Abitur, meine Klassenkameradin wurde schwanger. Naja, was machst du? Suchst den Job, hab mich bei der Bundespolizei beworben, bei anderen, als Großhandelskaufmann und beim Zoll. Und der Zoll hat natürlich mir einen Zuschlag gegeben. Und dann wäre ich ja dumm, wenn ich das nicht gemacht hätte. Hab dann 79 im 1. August beim Zoll angefangen. 14 Tage später habe ich dann auch geheiratet. Mal kurz vor der Ausbildung nach Hause gedüst, geheiratet. Mal das erste Mal. Und gut, beim Zoll war es halt so in der Ausbildung, du wurdest auch schon früh. Es hat sich damals die Beamtenvertretung bei uns vorgestellt in der Ausbildung. Und ich war in Oberstdorf in Bayern. Ach schön, kenne ich Oberstdorf. Und was haben sie mitgebracht? Ein Fass Bier. Ja, klar. Du wurdest also überall, wo du warst, wurdest du mit Alkohol konfrontiert. Ja, und naja. Wahrscheinlich hab ich es auch von zu Hause mitgekriegt. Irgendwie, ich meine, das ist ja immer noch ein Streitthema, ob es jetzt genetisch bedingt ist oder ob man das. Also ich gehe davon aus, wenn die Eltern Alkoholiker waren oder der Vater oder die Familie, dann ist das meistens angelerntes Verhalten, wenn man selbst Alkoholiker wird. Ich glaube, die Chancen sind auf jeden Fall größer, ne? Sind größer, dass man da reinrutscht, ja. Glaube ich auch. Und dann auch zu der Zeit eben wirklich früher jetzt noch nach der Arbeit vom Schichtdienst. Wir sind früher auch immer noch nach dem Flug irgendwo was trinken gegangen. Ja. Ja, das war ja später dann auch, wo ich dann nach der Ausbildung auch an Flughafen kam, in Frankfurt. Ich war in der Frachtabfertigung erst. Und da wurde auch schon während im Dienst getrunken. Das war früher gang und gäbe, dass im Dienst getrunken wurde. Vielleicht weißt du ja noch in der Lufthansa-Kantine, in der Jumbo-Kantine, da gab es früher oben in der Jumbo-Halle gab's Bier zum Kaufen. Ich war zu dem Zeitpunkt noch in Düsseldorf bei der anderen Airline, bei der mit dem roten, bei der LTU kann ich ja sagen. Und da gab es in der Kantine Sekt. Ja, das war halt früher war das normal, das ist 70er, 80er Jahre. 80er Jahre bei mir, das war auf jeden Fall, ja, das war völlig normal. Ja, also Ja. Schichtdienst und dann hattest du auch erwähnt, also deine Frau hat sich dann. Ja, meine erste Frau hat sich ganz schnell von mir getrennt, nach der Ausbildung quasi gleich. Die hat dann jemand anders kennengelernt. Gut, wir waren zu jung, meine erste Ehe. Ich war 18, sie war 16. Das konnte nicht gut gehen.
Sie ist dann mit meiner Tochter dann auch wieder nach Oberhessen gezogen. Da hatte sie ihren Neuen kennengelernt. Und ich hatte dann jahrelang mein Kind nicht mehr gesehen. Das war auch schon stressig, war auch schon ziemlich, hat einen schon ziemlich beschäftigt, weil ich hatte noch kein Auto, noch keinen Führerschein, musste mit öffentlichen Verkehrsmitteln da hochfahren, mit dem, sprich mit dem Zug. Und das war auch alles schwer machbar mit Schichtdienst und musste auch immer irgendwo wohnen, wenn du dein Kind besuchst. Da kann ich nicht so den besten Draht zu meiner Ex-Frau. Ja. Ja, habe dann ziemlich schnell wieder geheiratet, auch wieder Vater geworden. Da war ich Anfang 20, also mit 24 bin ich dann das zweite Mal Vater geworden. Ja. Kam mein Sohn auf die Welt. Gut, seine Mutter, die wollte schon immer irgendwie Pferde und Amerika, das war so ihr Traum. Die hat dann später irgendwann hat sie einen Amerikaner kennengelernt, mit dem ist sie nach Amerika gegangen. Okay. Ja, das war dann meine zweite Ehe. Und zwischendurch halt immer wieder gut getrunken. Und naja, es gab mal eine Zeit, da habe ich exzessiv gekifft, weil Schulfreunde halt an die leicht an das Zeug dran kamen. Bei mir zu Hause, wo meine erste Frau damals ausgezogen ist. Ich hatte eine große Wohnung, da haben wir Partys gefeiert. Ich kann mich da heute noch dran entsinnen. Damals hatte ich Kanarienvögel in einem Vogelkäfig gehabt. Wir haben in dem Raum gekifft. Und zwar, ich habe immer nur gesagt, Leute, lasst die Fenster zu, ringsrum wohnen Kollegen, wenn die das riechen, dann bekomme ich in Teufelsküche. Ja, die Vögel haben, ein Vogel hat es überlebt. Oh So mein Gott. haben wir da gekifft. Die sind nach und nach tot von der Stange gefallen. Okay, ich hoffe, wir werden jetzt nicht gesteinigt hier, ne? Wegen Tierquälerei im Ja, Podcast. es ist schon ewig her. Es ist über 30 Ist schon Jahre her. verjährt, ne? Machst du nie, würdest du nie wieder machen? Nein, Nee, natürlich nee. nicht. Das waren ja Nee. Jugendsünden. Hey, die Kifferei habe ich mir auch irgendwann ziemlich schnell wieder abgewöhnt, weil das war nichts für mich. Ja, krass, aber es macht ja auch süchtig, oder? Ja, aber mir war halt, ich war immer schon ganz gerne ein Bier getrunken. Ich habe dann auch noch nebenbei gearbeitet auf einer Tankstelle. Ich habe viel, viel nebenbei gearbeitet. Ich habe in Frankfurt Heizungen abgelesen. Ich habe kellneriert. Ich habe auf der Eisbahn gearbeitet. Warum? Weil du. Naja, wenn du zwei Kinder hast, musst Unterhalt bezahlen und die Scheidungen waren auch immer nicht günstig. Da muss man ein bisschen was nebenbei ran verdienen. Und als Beamter, so viel hat man als Beamter damals nicht verdient. Ein Leben wolltest du ja auch noch. Aber da hättest du doch eigentlich gar keine Zeit gehabt, Alkohol zu trinken. Also wenn du den Vollzeitjob beim Zoll hattest und dann noch nebenbei. Ach, auch beim Nebenjob kamst du immer wieder, wurdest immer wieder irgendwo eingeladen. Das war Also, schon, ich war schon. Gelegenheiten waren überall, ja. Gelegenheiten waren überall, ja. Also, du meinst dann auch, es hat sich so ganz langsam. Hat sich ganz langsam eingeschlichen, dass es immer mehr wurde. Abends, wenn ich weggegangen bin mit meinem Hund Gassi, wo bin ich gelandet? In der Kneipe an der Ecke, wo die Freunde waren. Da hat man halt zwei, drei, vier Bier getrunken oder Äppler damals. Das wurde immer mehr. Irgendwann, bis man dann noch, wo es halt das Bier nicht mehr gereicht hat, bin ich dann auf Whisky umgestiegen. Okay. Ja. War das dann der Whisky noch der zusätzlich oder direkt zum Whisky? Der kam dann noch zusätzlich, damit es schneller geht. Ja, und was ist dann passiert? Also wie war dann bei dir der, sagen wir mal, der Moment, wo. Ja, ich hatte auch mal ganz gute Zeiten. Meine dritte Frau, die habe ich am Flughafen kennengelernt. Die kam aus Bayern. War super schön. Wir sind irgendwann gemeinsam nach Bayern gegangen. Die war in der Nähe von Coburg, hat man da ein Haus von den Eltern gekriegt. Und ich hatte in Nürnberg gearbeitet, bin jeden Tag von Coburg nach Nürnberg gefahren mit dem Auto. Das war natürlich auch stressig. Ach, die Schwiegereltern, die wollten, dass ich beim Zoll aufhöre irgendwann, weil die meinten, das ist doch nichts, wenn du jeden Tag nach Nürnberg fährst, fang doch hier bei der Gemeinde an. Nö, das war aber alles nichts für mich. Naja, End vom Lied war auch wieder geschieden worden. Echt? Aber war das dann wirklich, also war das dann auch schon, es war nicht dem Alkohol geschuldet, Nee, sondern. das war nicht dem Alkohol geschuldet. In der Beziehung habe ich auch relativ wenig, sage ich mal, exzessiv getrunken.
anschließend dann schon, wo ich dann nach Nürnberg gezogen bin, in der Einzimmerwohnung gewohnt, Decke auf den Kopf gefallen, die Sorgen wurden immer mehr, der Stress mit dem Geld. Mhm. Abends weggegangen, in Kneipen gelandet. Ja. Naja, irgendwann bin ich dann halt auch wieder von Nürnberg nach Frankfurt gegangen. Meine Mutter, die hat noch in Frankfurt gelebt. Und meine Schwester. Und dann habe ich mir gesagt, naja, gehst du mal wieder zu Hause. Die Mutter wird auch nicht jünger. Und die hat bei meiner Schwester gelebt. Und bin ich dann wieder nach Frankfurt gezogen. Der Wechsel war eigentlich relativ easy von Nürnberg nach Frankfurt. Ja, aber dienstlich ging es auch nicht irgendwie vorwärts, durch den Wechsel halt hin und her. Bin dann in Frankfurt im Reiseverkehr gelandet. Aber wieder am Flughafen. Auch wieder am Flughafen, ja. Ja. Schichtdienst. Meine eigene Wohnung gehabt. Aber auch schon immer wieder ordentlich exzessiv Whisky getrunken. Warst du auffällig? Also hat man das bei dir dann schon gemerkt oder hat dich jemand mal angesprochen? Auf der Dienststelle eigentlich nicht. Ich habe mich da eigentlich immer im Griff gehabt, dass ich, also wenn ich wusste, ich habe am nächsten Tag Frühdienst, bin ich abends früh ins Bett. Also ich war gern Zöllner und ich wollte da eigentlich nie auffallen. Also da hattest du dich dann, würde ich auch sagen, super unter Kontrolle und... Ja, später bin ich mal aufgefallen, da war ich stellvertretender Leiter von einem kleinen Zollamt im Westen von Frankfurt. Und da bin ich halt, das war dann zu Zeiten meiner vierten Ehe, da war ich halt ziemlich aggressiv, sage ich mal. Weil sehe ich das so, dass ich habe wahrscheinlich, weil ich war ich hab, ja im Dienst, habe ich nie getrunken. Und wenn du jetzt nichts drin hast und Ärger mit irgendwelchen Menschen hast, eine kurze Zündschnur hatte ich sowieso immer schon gehabt und da bin ich manchmal musste ich auch im Dienst etwas lauter werden und dadurch bin ich halt aufgefallen. Also nicht, dass ich jetzt was getrunken hätte, sondern dadurch. Also war es einfach ein bisschen aggressiver vielleicht auch, ne? Oder hattest halt auch nicht so viel Geduld, ne? Ja, ich war dann auch mal eine ganze lange Zeit krank. Dann hat mich mein Dienstherr zum Amtsarzt geschickt. Die Amtsärztin hat mich durchgecheckt. Der muss ich eigentlich heute dankbar sein. Die wollte dann von mir eine 24-Stunden-Blutdruckmessung haben. Die habe ich mir dann von meinem Hausarzt geholt. Und dabei ist festgestellt worden, dass ich, mein Hausarzt sagte, ich gebe dir noch 3 Monate zum Leben, dann war es das mit dir. Oh mein Gott. Also mein Blutdruck, der war immer auf 200 zu 150, also war schon übelst. Und das war für mich war das dann so der Ausschlag, jetzt machst du was dagegen. Ich hatte es ja schon mal 1,5 Jahre vorher versucht. Ich war ja wieder verheiratet. Meine damalige, die hatte mich mal wieder vor die Tür gesetzt, wollte dann aber, dass ich dann was gegen meinen Alkoholkonsum mache. Sprich, dann habe ich eine ambulante Therapie angefangen. Das habe ich aber dann gemerkt, das war nichts für mich. Die Ambulante, ja, das war Psychotherapeutin. Das ging auch dann irgendwann in, sagen wir mal, in Eheberatung über, weil meine Frau mit in die Sitzungen kam und war alles nichts. Und wo der Amtsarzt sagte, Blutdruck und das Ganze, wo mein Hausarzt sagte, du musst was tun, sonst gebe ich dir noch 4 Monate, noch 3 Monate zum Leben, dann habe ich dann den Schalter gesagt, ja, gib mir was, damit ich entgiften kann, weil ich war damals noch auf dem Stand, die Entgiftung schaffst du selbst. Heute rate ich den Leuten immer dazu, um Gottes Willen weiter trinken, bis du einen Platz in der Klinik hast. Also nicht einfach von null, ja, einfach auf null runterfahren, das ist viel zu gefährlich. Mir hatte mein Hausarzt schon mal mit Diazepam bei der Ambulanten hat das auch funktioniert, dass ich mich auf null runterfahren konnte. Dachte, jetzt kannst du dann da auch. Nur mittlerweile war ich auf 2 Flaschen Whisky täglich. Oh, manchmal, ja. Nicht gerechnet die vielen Bier und was noch so nebenbei war. Ja, auf jeden Fall hast du da alles richtig gemacht. Ja, ich habe mir da einen Platz gesucht in der Reha. Meine Therapeutin sagte, du musst weit weg von Frankfurt. Es gab zwar in der Nähe, gab es ja auch die Salus-Klinik in Friedrichsdorf, wenn dir das was sagt. Ist die nicht in Friedberg, ne? Die sind bei Friedberg, ja.
Ja, da fahre ich schon mal vorbei. Und da hat mir meine Therapeutin von abgeraten, sagt sie, so, das ist nichts für dich, du kannst da in die S-Bahn steigen und nach Hause fahren, du musst weit weg, sage ich. Ja, ich, aber nicht ohne meinen Hund. Ich hatte damals eine Hündin, die mein einer alles war, und dann sagte er, ja, wüsste ich nichts. Und habe ich das Internet bemüht auf der Arbeit und bin dann auf Seran gestoßen. Das ist eine Klinik in Mecklenburg-Vorpommern, wo man Hunde mitnehmen kann. Toll. Wunderschön gelegen, landschaftlich ringsrum um die, die Klinik liegt auf so einer Art Halbinsel, ringsrum Wiesen und Felder und der See außenrum. Ah, toll. Riesenwälder, herrlich, also wirklich schön. Und da bin ich dann hin für ein Vierteljahr. Da hast du dich angemeldet und dann wie lange musstest du warten, Horst, auf den Platz? Also ich hatte relativ schnell, die haben mir gesagt, was ich alles machen muss. Musst ja, als Beamter bist du ja Privatpatient, du musst ja alles selber ranschaffen, nicht wie jemand, der bei der, wo das die Rentenversicherung übernimmt, dann gehst du ja zur Suchtberatung, die helfen dir und die so finden dir auch einen Platz für dich. Du musst ja als Privatpatient musst du alles selber machen. Okay. Musst du auch einen großen Teil selbst bezahlen, weil nicht alles bezahlt wird über die private Krankenversicherung. Bei mir geht ja nichts über die Rentenversicherung als Privatpatient. Ja. Als Beamter. Ja. Ja, da war ich dann ein Vierteljahr und bin dann im Juni 2018 nach Hause. War dann schon, ich hatte die, die Baukasten an die Hand bekommen, wie es dann weitergeht und dass ich mir eine Selbsthilfegruppe suchen muss, quasi als Nachbehandlung. Bin dann auch relativ schnell fündig geworden. Ich habe mir verschiedene angeguckt. Die AAs, die waren nichts für mich. Bin dann bei der Guttempler in Frankfurt gelandet. Und die haben mich super nett aufgenommen. Bin dann auch regelmäßig hin, einmal die Woche, manchmal auch öfters. Je nachdem, was da für Angebote waren. Nach einem Jahr Abstinenz haben sie mir angeboten, ob ich denn nicht die Ausbildung machen wollte zum suchtgefährdeten Helfer. Sprich, dann Selbsthilfegruppe leiten und solche Sachen, dachte ich mir, das machst du. Hat natürlich Geld gekostet, hat mir die Gemeinschaft finanziert, sprich die Guttempler. Und habe ich dann das gemacht. Und während der Ausbildung zum suchtgefährdeten Helfer kam dann das Projekt Soberguides auf den Plan. Das ist ein Projekt, das ist von der Barmer Ersatzkasse finanziert. Und da haben sie auch Leute gesucht, da habe ich mir gedacht, das machst du auch noch. Willst du noch ein bisschen was zurückgeben, was dir Gutes getan worden ist? Ja. Hab mich dann da beworben. Da ging dann 2020 ging dann die Ausbildung im Januar los mit Präsenztreffen in Magdeburg in einem Hotel. War also echt schön. Dabei habe ich dann auch meine Lebensgefährtin, mit der ich jetzt zusammenlebe, kennengelernt. Die hatte auch mal ein Suchtproblem und die hat auch den Soberguide-Ausbildung gemacht. Wir hatten uns aber vorher schon über eine Facebook-Gruppe, über einen Bekannten. Da sind wir beide Admins drin, was auch super schön ist für viele Leute. Also gerade im Facebook und im Instagram findest du ja wirklich viele, viele Gruppen. So kam ich auch auf dich. Also du wirst nicht alleine gelassen, wenn du ein Problem hast. Solange du noch irgendwie halt so klar in der Birne bist und kannst suchen nach irgendwas, was dir gefällt. Ich wusste aber gar nicht, dass es sowas gibt, Horst. Als ich mir Gedanken machte, habe ich, also ich glaube so 2018, 2017, wusste ich gar nicht, dass es, ich meine, jetzt gibt es natürlich viel mehr, aber ich dachte wirklich, es gibt nur die klassische Suchttherapie und AA. Facebook-Gruppen, Instagram, Sobriety-Movement, hatte ich alles vorher noch nie gehört. Ja, wir Guttempler, wir sind, das ist eine, viele denken, wir wären eine Sekte, aber das ist Quatsch. Wir sind weder religiös noch politisch. Das ist eine Organisation, die sich irgendwann mal, die ganze Jahreszeit, das kannst du in Google nachlesen. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Das war eine Abstinenzbewegung aus Amerika. Die hatten ja vor 100, 200 Jahren viele solche Abstinenzbewegungen. Und daraus wurden die gegründet. Wir waren eine, wie sagt man dazu, komme ich jetzt nicht drauf. Scheiß. Manchmal so ab 60, da fallen dir die einfachsten Sachen nicht ein.
Vielleicht kommst du nachher nochmal drauf. Ja. Aber wie bist du denn, also du warst bei den AAs und hast gesagt, das gefiel dir nicht, das Programm. Und bist dann, hast dich bei denen dann gemeldet, bei den Guttemplern? Ja, ich bin dann da angerufen. Es gibt ja ganz viele Gruppen in Frankfurt, verschiedene von den Guttemplern. Und habe mir eine in der Nähe ausgesucht und angerufen, Termin gemacht und erstmal ein kleines Gespräch am Telefon. Und der suchtgefährdeten Helfer sagte mir, kommst du auch mal eine halbe Stunde früher, dass wir uns erst einmal auch draußen unter vier Augen unterhalten können. Und dann kommst du rein und schnupperst mal rein, wie dir es gefällt. Ja. Und mir gefiel das von Anhieb, von den Menschen her, von den Leuten. War einfach nur klasse. Ich glaube, dass es genau auch davon ein bisschen abhängt, wer mit in der Gruppe da sitzt auch. Ja, sowieso. Man sollte, wenn man sich eine Selbsthilfegruppe sucht, man sollte sowieso erst einmal verschiedene angucken, wo man das Gefühl hat, wo einem das Bauchgefühl sagt, das ist es, da bleibst du. Ist jetzt egal, ob es jetzt die AAs sind oder es gibt da noch das Blaue Kreuz und wie sie alle heißen. Ja. Im Rahmen meiner Ausbildung musste ich mir ja auch verschiedene Selbsthilfegruppen antun und arbeiten, drüber schreiben. Muss ich sagen, das Blaue Kreuz hat mir auch sehr gefallen in Frankfurt. Mhm. War eine bunt gemischte Gruppe, waren sogar zwei Leute mit Migrationshintergrund dabei gewesen, ein junger Syrer und ein junger Türke. War echt klasse und auch von der Altersmischung her war es super. Ja. Gut, ich kenne das Blaue Kreuz halt. Die Klinik, wo ich war, die ist vom Blauen Kreuz in Mecklenburg-Vorpommern sehr christlich. Da wird halt auch gesungen und mal gebetet und es liegt halt nicht jedem. Ja, und aber dir lag es. Also du hast wahrscheinlich genau die richtige Klinik gefunden mit dem Hund zusammen. Den Ort zeigen, wo der Vater immer noch lebt. Der alte Mann lebt nämlich noch. Der hat bei uns in der Klinik immer, montags hat er immer, es war schon manchmal echt langweilig und wir wussten genau, wenn der kommt, dann mussten wir erstmal singen und beten und ja. Aber es war ganz lustig. Hast du noch Kontakt, also deine Frau hast du später kennengelernt danach, aber hast du noch Kontakt zu verschiedenen aus der Klinikzeit? Ich fahre, wenn es wieder geht. Letztes Jahr ging es leider nicht. Die machen jedes Jahr ein Treffen, der ehemaligen Treffen. Einmal war ich schon mal da. 2019 ging es ja noch, da war noch kein Corona, aber 2020, 2021 ging es da wegen Corona nicht. Aber ich hoffe, dass dies Jahr mal wieder was da oben ist, dann möchte ich natürlich hin. Aber über Instagram und Facebook und so habe ich noch Kontakt mit den Leuten da oben. Wie viele sind noch nüchtern oder leben alkoholfrei? Weißt du, also. Oder frage ich anders, sind denn einige, die es nicht geschafft haben aus der Zeit, wo du weißt, es hat nicht. Also das war ja so, in der Reha hat es mich von Anfang an erschreckt. Und montags mussten sich die outen, die am Wochenende rückfällig waren oder meistens waren das die Familienheimfahrten hatten, die dann schon auf dem Weg zum Bahnhof das erste Bier getrunken hatten oder den ersten Schnaps und das hatte mich wahnsinnig erschreckt. Ja. Und da hatte ich mir gesagt, das passiert dir nicht, du hältst das hier durch, gell? Du bleibst da echt. Also es war schon ein gewisser Teil. Gut, heute sagt man nach so einer Reha, dass 80% rückfällig werden, aber die werden aber auch nur rückfällig, sage ich mal, wenn die nichts nach der Reha weiterhin machen. Ja. Weil das A und O nach so einer Reha ist, dass du dir Anschluss suchst, dass du dich weiterhin mit dem Thema auseinandersetzt. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ja. Da bin ich auch ganz, ganz deiner Meinung. Es ist egal, was du machst, ob du Podcast hörst, liest oder ob du dich engagierst, aber ja, du musst dich auf jeden Fall eine Zeit lang noch mit dem Thema beschäftigen. Ja, in der Facebook-Gruppe, wo ich meine Freundin habe kennengelernt, das macht auch ein lieber, guter Mensch, der schafft auch am Flughafen, der kocht die Bordvorräte für die Flugzeuge bei der LSG. Ja. Und durch ihn kam ich dann noch auf eine Sache, wir sind dann gemeinsam in Frankfurt in Schulen gegangen, haben Schulprävention betrieben, das hat auch unheimlich Spaß gemacht, wenn du mit den jungen Leuten so offen über dein Problem reden kannst. Und ja, gut, ich sehe natürlich auch nicht so aus, wie ein 60-Jähriger eigentlich ausschaut. Ich habe eine Glatze, ich bin tätowiert. Tätowiert, ne? Ich
bin schon immer ein bisschen durchgeknallter Typ gewesen, kam da auch ganz gut mit den Kids ins Gespräch. Und es ist schon krass, also es hat mich sehr bewegt, dass dann so nach anschließend welche zu mir kamen, die dann auch Fragen gestellt haben, wo du dann gemerkt hast, oh, da ist, liegt zu Hause auch ein Problem vor. Gell? Ja, und das ist so oft. Ne? Ja, wir haben in der Facebook-Gruppe haben wir mittlerweile, glaube ich, 700, über 700 Leute drin. Wie heißt denn deine Gruppe? Die Droge Alkohol heißt die. Einfach drüber reden. Also ich habe es jetzt wirklich akustisch nicht ganz verstanden. Wie heißt die? Die Droge Alkohol. Ah, die Droge Alkohol, okay. Ja, einfach drüber reden, so heißt die. Mhm. Und das sind auch viele Leute, die da immer wieder mal reinschauen, mal Fragen stellen. Dann vor allem sich viele Leute dann auch hinten dran hängen und Fragen beantworten. Dann kommen Diskussionen zustande. Ist schon wirklich toll. Gell? Ja, das finde ich schön. Also ich finde auch gerade die Communities, ich habe eine kleine Community, aber wenn du jetzt eine größere hast, vielleicht wenn jemand Interesse hat, jetzt in eine größere einzutreten, der kann sich ja gerne bei dir dann melden. Ja, das sollte vorher ein paar Fragen beantworten, wieso, weshalb, warum man in die Gruppe möchte, wo man sie denn gefunden hat, weil wir gucken da schon, das belassen nicht jeden rein, weil es haben sich auch schon mal so Leute von der Presse versucht, da reinzukommen, so Schmutzfinken, die ganz gerne mal diesen Journalismus halt etwas krass betreiben, sag ich mal, die da hier auf Fang waren von irgendwelchen Leuten, die mal wieder irgendwie eine Doku über Alkoholiker bringen wollten und wollten da Leute abgreifen. Und da gucken wir halt schon vorher genau, ich gucke mir jedes Profil genauer an und von den Leuten, die da Aufnahmeantrag stellen, manchmal muss man auch welche ablehnen, wo du schon merkst, das Bauchgefühl sagt mir, mit denen gibt es Ärger, das wird nichts. Oder wenn halt keine Fragen beantwortet sind oder wenn du dann auf den Gruppen, die der andere hat, siehst, dass er in irgendwelchen suchtverherrlichten Gruppen drin ist, geht gar nicht. Die kommen dann auch nicht rein, weil es gibt nur Stress mit Leuten, weil wir wollen ja nüchtern bleiben beziehungsweise gesund bleiben und das triggert halt manche dann doch, wenn es da irgendwelche Ärger-Leute drin sind, zu einem Rückfall. Das muss ja nicht sein. Ja, auf keinen Fall. Wie würdest du denn jetzt sagen, bei den Guttemplern, was ist so deren Mission oder wie gehen die das Thema an? Also wie helfen ja, die Mission eines Guttemplers ist, dass wir für ein alkoholfreies Leben beziehungsweise ein suchtfreies Leben eintreten. Es wurde früher gewitzelt, ein Guttempler geht sogar so weit, der isst keine Schwarzwälder Kirschtorte, weil da ist Alkohol drin. Ja, Mancherie. Ja, auch nicht. Sowas geht halt bei dem Guttempler nicht. Bei dir? Ich sage mal, wenn ich es nicht mit Wissen, also Medikamente oder sowas, wenn mir mein Arzt, ich hatte ziemlich Rückenbeschwerden gehabt, der eine Arzt hat mir Tramadol-Tropfen aufgeschrieben, da habe ich schon zum gesagt, komm, lass mal gut sein, geht gar nicht, da ist Morphium drin und flüssig ist Alkohol, so, ich bin trockener Alkoholiker, gib mir mal was anderes. Ja, dann wollte er mir Dramal geben, sage ich, das ist das gleiche in grün, nur in fester Form, ist auch Morphium, geht auch nicht. Ja. Jetzt war ich vor ein paar Wochen war ich im Krankenhaus in München. Da wollten sie mir Tilidin geben gegen die Schmerzen. Mhm. Habe ich dann auch dem Arzt gesagt, sage ich, habe ich nicht immer irgendwie verlauten lassen, dass ich trockener Alkoholiker bin und ein Suchtproblem habe. Da geht auch kein Tilidin, weil Tilidin ist auch eine ganz krasse Droge. Wenn du da mal drauf bist, ganz, ganz schwer wieder runterzukommen. Schrecklich. Also, dass die Ärzte da auch so... Ja, das ist... ich muss sagen, gut, dass ich so klar in der Birne bin. Also, gerade als Privatpatient, du kannst ja zu jedem Arzt gehen, die schreiben dir ja alles auf, was du willst. Gell? Ja. Hast du denn dann jetzt ein Medikament bekommen, was du nehmen konntest, was tatsächlich keine Drogen... Ich nehme Ibu und Novalgin gegen meine Schmerzen. Ja. Es funktioniert. Ja. Die Guttempler sagen gar keinen, also auch kein Moncherie und keine Schwarzwälder Kirschtorte. Also ich schaue auch genau hin, was ich zu mir nehme. Also ich gucke auch wirklich auf die Schachtel, was ist da enthalten.
Ja, gut, wenn du so genau hingucken tust, darfst du ja nicht immer mehr Toastbrot essen, weil mach mal eine Packung Toastbrot auf, halt mal die Nase rein, wonach riecht das? Alkohol. Alles, wo Hefe dran ist und das fängt irgendwann das Gären an. Okay, so kleinlich bin ich jetzt dann doch nicht. Ja, kennst du vielleicht einen Burkhard Thom, der hatte da schon Bücher drüber geschrieben, wo überall Alkohol versteckt ist? Ja, ich habe von ihm gehört, kenne ihn jetzt persönlich nicht und das Buch auch nicht, aber... Ist auch ein ganz netter Kerl, der ist auch bei uns in der Gruppe drin und mit dem kann man ganz gut diskutieren. Super. Durch die Facebook-Gruppe habe ich auch Leute kennengelernt, wie Jason Santé zum Beispiel, der hat den Weg aus seiner Sucht auf Papier gebracht, der hat 3 Bücher geschrieben zu dem Thema. Also sind sehr gut, ist auch mittlerweile ein guter Freund von mir geworden. Mhm. Die waren auch schon beide hier bei uns zu Hause. Der hat jetzt, vor 2 Jahren hat er sein Hab und Gut alles verkauft, hat sich ein Wohnmobil gekauft, hat sich auf lebenslange Lesereise begeben. Schön. Ja. Also alles nur positive, ja, eigentlich positive Veränderungen, oder? Ja, eigentlich ja. Also, gut, er muss natürlich auch hart arbeiten. Jetzt bei Corona war es schon heftig. Die machen nebenbei noch Flohmärkte und so, wo Spielsachen verkauft werden. Und jetzt haben sie dann letztes Jahr haben sie angefangen, auf Volksfesten so als Kirmeshelfer zu arbeiten. Weil ein bisschen Leben musste ja auch noch, der Sprit muss ja auch bezahlt werden. Ja, und er verlegt seine Bücher selbst und da kommt auch nicht so viel rum. Der ist auch nüchtern. Der ist auch nüchtern. Gut, der hat einen wahnsinnigen Weg hinter sich gelegt. Der war, glaube ich, etliche Male in der Entgiftung und ganz krass, aber ein ganz, ganz feiner Kerl. Super. Ja, bei dir lief es ja dann seit 2018 eigentlich alles, das sind jetzt 4 Jahre. Ich bin jetzt übernächste Woche müsste es sein, dass ich exakt 4 Jahre trocken bin. Also Karfreitag 2018 habe ich mein letztes Bier getrunken. Ist es dir schwer gefallen, also auch die Entscheidung zu fällen und dann auch zu sagen, okay, jetzt gehe ich einen anderen Weg? Schwer gefallen? Nee, ich wollte mein Leben grundlegend ändern. Und da gehörte natürlich auch der Konsum von Alkohol dazu. Was hast du noch alles? Also, weil ich bin auch der Meinung, dass man dann auch sein Leben natürlich ein bisschen ändert. Gut, ich bin jetzt letztes Jahr bin ich noch krank geworden, habe jetzt etliche Schrauben in den Rücken geschraubt bekommen, Rückenprobleme, Bandscheibenvorfall. Eine Bandscheibe haben sie ganz ersetzt, haben sie nicht die Titanscheibe reingesetzt. Das sind halt so Sachen, jetzt bin ich drauf und dran, dass ich in den Ruhestand gehe. Also ich bin 43 Jahre, bin ich Beamter und wenn meine Dienststelle sagt, ja, die fragen ja alle fast lang mal nach, wie sieht es denn aus, wie lange bist du noch krank? Soll ich lange mich der Arzt krank schreibt, bin ich krank. Und wenn die jetzt sagen, ja, jetzt ist uns das zu lange, jetzt gehst du mal in den Ruhestand, dann sage ich natürlich nicht nein, dann gehe ich in den Ruhestand. Ja. Wir haben uns jetzt noch ein Grundstück gemietet, meine Freundin und ich, 1800 Quadratmeter. Da will ich mal eine Selbsthilfegruppe der anderen Art aufmachen demnächst, also neue Wege gehen. Musst ja nicht immer eine Selbsthilfegruppe haben, dass du dich in irgendeinem Raum triffst, sondern wir wollen eine Selbsthilfegruppe machen, wo wir uns draußen treffen. Wir haben zwar auch eine Hütte mit einem großen Raum drauf. Also ginge auch, dass sich da bis zu 10 Leute in der Hütte treffen könnten. Aber ich will das irgendwie so aufziehen, dass wir gemeinsam draußen was tun, dass wir gemeinsam Freizeit machen. Also ein Traum meiner Freundin ist es vielleicht auch sogar, Alpakas zu haben. Schön. Dass wir uns 3 Alpakas zulegen, weil eins alleine geht nicht. Dann habe ich gesagt, wir machen mit 3. Eine Freundin von ihr, die ist auch jetzt mit zu den Sobergeiz gekommen, die will eventuell zu uns nach Bayern ziehen. Und dann werden wir das in Griff nehmen. Hühner werde ich mir demnächst auch noch zulegen, da ist ein Hühnerstall drauf. Toll. Und wer halt da Lust hat, seine Freizeit mit auf dem Gelände zu verbringen, demnächst will ich da mal ein paar Flyer zusammenstellen und Werbung machen hier bei den Suchthilfestationen in der Umgebung. Super.
Wo ist das denn, Horst, genau? Wo ist das in Bayern jetzt? Wie heißt der Ort? Also wir wohnen genau zwischen Moosburg und Landshut. Weixerau heißt das Dorf. Das ist wirklich ein ganz, ganz kleines Nest an der Isar. Wie schön. Ist so klein, wir haben noch nicht mal eine Kneipe oder das einzigste Laden, den wir haben, ist ein Fischhändler. Ein Fischhändler, der hat hier bei uns um die Ecke rum, hat er so Teiche, wo er Forellen und sowas drin hat. Also wenn ich Lust auf Fisch habe, gehe ich zweimal um die Ecke und hole mir einen Fisch, der hat vor 10 Minuten noch gezappelt, dann liegt er bei mir in der Pfanne. Ja, fantastisch. Ganz was Feines. Ich verlinke das in den Shownotes auch, dass wer jetzt da vielleicht in der Umgebung wohnt und sagt, super, da bin ich doch bestens aufgehoben, der kann sich natürlich bei dir melden, Horst. Ja, meine Freundin, die kommt aus München. Wir sind dann gemeinsam hierher gezogen. Ursprünglich wollten wir uns ein Tiny House kaufen. Aber wie es halt so ist, du findest keine Grundstücke für ein Tiny House und rumgemacht und rumgeguckt. Und dann haben wir das hier gefunden. Das ist eigentlich auch, und das ist ein Holzhaus auf 400 Quadratmeter. Richtig schön gemütlich. Toll. Ja. Wie hast du das denn gefunden? Das haben wir hier in der Suchfunktion bei Immo 24 oder sowas. Glaube ich, haben wir das gefunden. Immowelt 24, ja. Ja, super. Also ihr beide seid jetzt beide Soberguides und unterstützt ja ehrenamtlich, habe ich gelesen. Ne? Ja, meine Freundin macht das ja auch. Die hat auch fast jeden zweiten Tag Gespräche. Die kam aus einer Essstörung, kam die in die Sucht. Also wenn du Leute hast, die mit Essstörungen zu tun haben, die können sich natürlich auch ganz gern an meine Angela wenden. Mhm. Also die Angela ist eher für das Thema Essstörung und nicht jetzt, oder hat jeder bei euch ein anderes? Nee, macht sie auch, weil sie kommt ursprünglich aus einer Sucht, aus einer Essstörung ist sie in der Sucht gelandet. Ja, okay. Jetzt hab ich's verstanden. Weil eine Essstörung hat ja auch ein bisschen was mit einer Sucht zu tun. Auf jeden Fall. Habe ich auch schon sehr viele, also ich habe auch schon mit einigen gesprochen, die eben die Essstörung haben und dann zum Schluss auch gar nichts mehr essen, ne? Oder auch alles einsparen, um dann nur noch Kalorien übrig zu haben, um Alkohol zu konsumieren. Ja, das habe ich auch mal eine Zeit lang. Ich habe gemerkt, wenn ich das, was ich trinken kann und wenn ich nichts esse, nehme ich leichter ab. Wenn ich abends 2 große Glas Whisky getrunken habe, war ich am nächsten Tag 1 Kilo leichter, weil der Körper muss ja mehr Energie aufwenden, um den Alkohol zu verarbeiten, was der Alkohol Energie hat. Wahnsinn. Oder ich habe ja lange Zeit Kraftsport gemacht, habe mich gedopt mit Alkohol vorneweg. Geht auch gut. Das ist echt, ich bin immer noch sprachlos, auch was du deinem Körper angetan hast, ne? Ja, habe schon ordentlich Raubbau an meinem Körper betrieben. Ja. Wo ich aus der Reha kam, da muss man, wo ich auch dazu sagen, habe ich natürlich suchtverlagernd. Man muss ja auch aufpassen, weil wenn du mal ein Problem mit einer Sucht hast, alles, was du tust, tust du suchtartig. Ich bin dann zweimal täglich ins Fitnessstudio gelaufen für 2 Stunden. Das war 5 Minuten von mir weg, hatte ich das nächste McFit. Habe Gewichte gestemmt ohne Ende, bin natürlich... Mein Körper, der merkt sich das irgendwo, da wo er mal war, da bin ich gleich wieder auseinandergegangen wie ein Hefekloß, bin kräftig geworden. Dann habe ich noch angefangen, Baumstämme zu werfen als Highlander und so einen Käse. Und dadurch habe ich mir natürlich meinen Rücken ordentlich versaut. Suchtverlagernd. Man muss aufpassen mit allem, was man macht. Du kannst auch suchtmäßig helfen. Musst du auch aufpassen, dass du nicht zu viel tust. Man muss immer auf sich in erster Linie aufpassen. Ja. Ich hatte dir ja, glaube ich, auch in unserem ersten Gespräch erzählt, dass ich halt zu viel Tennis gespielt habe und ich war zu viel Jong. Musste ich auch ganz schnell pausieren. Und jetzt bin ich aber relativ entspannt, mal schauen. Und ich sehe im Moment keine Suchtverlagerung bei mir mehr. Also die Süßigkeiten sind eingeschränkt. Sport ist eingeschränkt. Ja, Sport. Ich bin heute mal wieder Fahrrad gefahren, aber ich merke es ganz gewaltig. Ich habe zwar gemerkt, ich bin ja nach der OP, war das erste Mal, dass ich wieder auf dem Fahrrad saß. Hat mich schon
ganz schön gezwickt. Ich möchte dieses Jahr ein paar Radtouren machen. Wir haben uns letztes Jahr ein Tandem zugelegt, weil gemeinsam macht es ja doch mehr Spaß. Und möchte auch mit meinen Guttemplern, ich bin ja jetzt im Land Bayern-Thüringen bei der Guttempler und wir möchten da mal ein bisschen auf Werbetour gehen. Da habe ich vorgeschlagen, wir machen das mit dem Radl, machen eine Tour. Ich werde dann hier Nürnberg Richtung Oberpfalz rüber, Amberg und dann hier runter so eine Fünf-Flüsse-Radtour machen und dann ab und zu mal in größeren Ortschaften auf Marktplätzen ein bisschen Werbung machen für uns. Wahnsinn, also du bist super engagiert. Ich bin total begeistert. Ich finde das ganz klasse. Also ich finde es so toll, was es alles gibt. Und ich glaube, wir werden immer mehr in der Bewegung. Und ich finde das so schön. Jeder auf seine Art, du mit deiner Frau. Und ich bin einfach sprachlos. Ja, das macht Spaß und vor allem, du hast ja auch immer wieder, wir haben viele Seminare. Nächste Woche fahre ich mal ins Altmühltal, da haben wir ein Seminar von der Guttempler. Ein paar Wochen später haben wir in der Rhön oben haben wir ein Seminar, das ist immer wieder schön. Vor allem, man trifft sich immer wieder. Perfekt, ganz toll. Was würdest du denn so zum Abschluss ein bisschen kommend, was würdest du denn den Menschen raten, die jetzt noch so... die noch nicht so genau wissen, was sie machen sollen oder vielleicht auch schon spüren, dass sie ein Problem haben, aber eben noch nicht so sich entschieden haben. Ja, wenn sie sich noch nicht entschieden, wenn sie schon wissen, dass sie ein Problem mit der Sucht haben, mit dem Alkohol, aber dann der beste Weg ist immer, sich jemanden zu suchen, mit dem Hausarzt zu sprechen, was der dazu sagt. Gut, ich sage mal, viele Hausärzte haben es aber leider auch nicht auf dem Plan, weil die das Fach Sucht in der Ausbildung nur belegen, wenn sie es wollen. Das ist kein Pflichtfach. Darum hat ein Hausarzt normalerweise wenig Ahnung von der Sucht. Aber wenn du einen guten Arzt hast, dann ist es gut, ratsam mit dem zu sprechen oder halt sich jemanden zu suchen aus einer Suchtberatungsstelle oder wie uns halt anzusprechen. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Wer nichts tut, Hauptsache man tut ein bisschen was. Ja, und ist schon mal der erste Schritt, dass man es einsieht, dass man ein Problem hat, das ist schon mal der erste Schritt. Ja, das ist ganz wichtig, dass man sich eingesteht, dass man das Problem hat, dass man süchtig geworden ist. Weil wenn man sagt, ach ja, man schafft es immer noch, man kontrolliert sich immer noch und auch dann gar nicht möchte, dann kann man auch, glaube ich, gar nichts erreichen. Also dann, ja, wir sind auch noch für die Angehörigen, sind wir auch noch da. Wir machen Angehörigenarbeit, was aber auch nicht unbedingt einfach ist. Also es liegt nicht jedem. Ich hatte heute Nachmittag wieder ein Gespräch mit einer Angehörigen. Das ist manchmal nicht einfach. Du musst natürlich auch dann wirklich ganz klippenklar sagen, hier, du musst vor allem die Angehörigen müssen ja auch auf sich aufpassen. Ja. Dieser Begriff Co-Alkoholismus oder Co-Abhängig, der ist ja nicht einfach so entstanden. Ja, da gebe ich dir auch recht. Also das ist auch wieder ein Thema nochmal für sich. Da hatte ich auch jetzt eine... Aber ich kam mir damit auch wieder mehr wie ein Beziehungsberater vor und das möchte ich eigentlich nicht sein. Nee, super. Wir werden auf jeden Fall dieses Positive kommt bei dir auch durch, dass du einfach glücklich bist, dass du diese Droge los bist, die dich ja eigentlich schon dein Leben lang begleitet hat. Ne? Ja, und ich möchte noch ein bisschen älter werden. Das ist halt, es ist der Wahnsinn, wie schnell sich so ein Körper wirklich regenerieren kann. Beziehungsweise du merkst nach in der Reha, merkst du nach 14 Tagen, wenn du in den Spiegel guckst, dass du ein anderer bist. Die Haut wird wieder toll. Ich gucke gerade mal in meine App. Ich habe, glaube ich, schon, ich bin jetzt schon bei 91%. Jetzt habe ich 92%, habe ich meine gesamte Gesundheit wiederhergestellt. Ja, ich habe jetzt auch noch im November das Rauchen aufgehört, weil ich hatte ja nach meiner OP, hatte ich ja noch zwei Schlaganfälle. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das Rauchen hörst jetzt auch noch auf. Das ist nicht so gut. Ist dir das schwer gefallen? Schwerer gefallen? Oder? Das Rauchen ist mir schwerer gefallen, ja. Gut, ich habe mir dann erstmal im Krankenhaus die Pflaster geben lassen. Ich habe meine letzten Zigaretten noch aufgeraucht nach der OP, so blöd wie ich war. Und habe mir dann
Pflaster geben lassen. Dann ging es auch einigermaßen. Jetzt geht es auch ohne Pflaster mittlerweile. Das habe ich auch gehört. Ich habe zuerst mit dem Rauchen aufgehört, hatte dann die Suchtverlagerung zum Alkohol. Das ist mir dann halt leider passiert. Vom Rauchen zum Alkohol? Ja, ich habe viel geraucht. Und als ich dann mit 40 aufgehört habe zu rauchen, ging bei mir die Alkoholkarriere richtig steil los. Ja. Von 40 bis 50. Und ich habe dann mit 56 aufgehört zu trinken oder Alkohol zu konsumieren. Es wurde dann mehr. Ich glaube, vorher habe ich einfach mehr geraucht und habe weniger getrunken. Ja. Wie lange bist du jetzt trocken? Seit fast 2 Jahren. Jetzt im April sind es, am 8. April sind es 2 Jahre. Du hast aber keine Reha gemacht. Ich habe, ich hatte Glück, ich hatte diese Spontaneous Sobriety. Ich habe die Nathalie im Fernsehen gehört, habe dann ganz viele Bücher gelesen, habe dann auch ganz viel recherchiert. Habe die Ausbildung ja auch gemacht bei der Annie Grace. Ich habe versucht eben zu verstehen, was der Alkohol mit mir gemacht hat, was passiert ist. Und dann habe ich mir gesagt, ja, jetzt habe ich alles verstanden. Ich bin abhängig geworden von einer Droge, genauso wie Kokain, Heroin. Und in dem Moment, wo ich die Droge nicht mehr zu mir nehme, habe ich auch kein Verlangen nach der Droge. Und ich habe an meinem Unterbewusstsein halt ganz, ganz gut gearbeitet. Also an den Gefühlen muss man auch sehr arbeiten, weil die Gefühle spielen da auch eine ganz große Rolle mit dabei. Auf jeden Fall. Es ist jetzt ja wirklich nur ein kurzer Abriss, was ich gemacht habe. Aber ich wäre auch in eine Klinik gegangen. Also ich habe ja auch mit meiner Freundin Silke in der ersten Folge, ich habe sie ja angesprochen. Ich sage, du, dein Freund ist in eine Klinik gegangen, kannst du mir mal da die Adressen geben? Weil das war zu einem Zeitpunkt, wo ich auch nicht wusste, was mache ich denn? Ja, und bei mir war es dann die andere Variante und ich bin sehr, sehr glücklich. Also ich finde, jeder muss da seinen Weg finden. Und das ist sowieso das. Jeder muss seinen Weg finden, was für ihn das Beste ist. Auch wenn einer bei AA gut aufgehoben ist. Wunderbar. Hauptsache, er kommt ins Handeln. Er lässt die Droge beiseite. Ja, für mich ist das nichts, weil ich möchte mich mit den Leuten austauschen. Ja, ich möchte reden und das ist halt bei den AAs nicht gegeben. Ich war zweimal dort und das hat mir auch, also es kommt ja auch, je nach, ich habe auch mitbekommen, dass es wohl auch gruppenabhängig ist, wo man hingeht. Aber bei mir hat es auch nicht zugesagt, weil es ist keine Kommunikation. So wie ja. Das hat mir auch nicht gefallen. Also für mich ist, ich habe halt den extremen Austausch mit meiner Gruppe in Amerika auch und ich bin da super, super, super aufgestellt. Ich bin auch gerne Multikulti, also mit Menschen auf, sagen wir jetzt mal, auf der ganzen Welt, wo ich mich austausche, aber auch in Deutschland. Und das Wichtige, Horst, ist, dass man nicht das Gefühl hat, dass man auf was verzichtet, sondern dass wir frei sind, dass wir glücklich sind, dass wir sagen, wir brauchen das nicht mehr. Genau, das ist wichtig, dass du halt wirklich frei das erreicht bist, dass du halt wirklich frei bist von dem Gift, weil Alkohol ist ein Nervengift und das, ja. Das verändert dich. Das ist halt das, was die. Wie, ob du das AA, Good Templar, Sober Guides, Klinik oder durch ein Coaching-Mentoring-Programm oder Online-Programm, was dir hilft, was dich anspricht, das ist das Richtige. Wenn du meinst, oh, da fühle ich mich gut, fühle ich mich gut aufgehoben. Manche möchten die Gruppe. Ich hatte auch Kundinnen, die haben gesagt, nein, wir möchten ganz, ganz alleine, wir möchten ganz individuell betreut werden. Ne? Wir haben, ja, also ich denke, mittlerweile gibt es in Deutschland so viele Angebote. Und Gruppe ist halt für Leute erst einmal wichtig, die halt nach so einem Entzug doch eine Perspektive brauchen und einen geregelten Tag oder eine geregelte Woche. Und da ist halt eine Gruppe ganz, ganz wichtig, und dass du halt Leute hast, auch die du anrufen kannst, wenn es dir schlecht geht, wenn du halt doch merkst, oh, irgendwas triggert mich doch ganz gewaltig, was mache ich jetzt dagegen, dann rufe ich den mal an oder schreibe den an. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Und vor allem, ja, es gibt ja auch viele, die einsam sind, auch die wirklich ja sonst keinen anderen haben. Ne? Ja, das ist natürlich kommt auch noch verschärft hinzu. Und ich möchte halt mit meiner neuen Selbsthilfegruppe sowas auch für die, damit die Freizeit, dass man die Freizeit gemeinsam verbringt. Ich habe gestern Abend noch so ein bisschen gesponnen, ich hätte gern einen Esel.
Ich lese gerade ein Buch von einem Mädel, die hat sich einen Esel gekauft und läuft mit dem von München nach Italien über die Berge. Oh, wie schön. Wie ja. schön. Oh Mann, also ich sehe schon, du hast noch ganz viele Projekte. Und, es gibt sogar schon Kliniken, also hier in Südbayern gibt es eine Klinik, die hat Alpakas. Weil die Tiere, die ich bin ja letztens, wir hatten bei uns im Dorf, es ist eine Frau, die hat eine Herde Alpakas. Wir waren mit denen eine Stunde spazieren, die machen dich sowas von ruhig, das ist einfach nur köstlich. Oh, klasse, oh, wie schön. Ja, du hast mir auch das Foto geschickt, das kommt auf das Cover mit dem Alpaka und ich bin begeistert. Das war Hugo. Hugo, okay, dann kommst du mit Hugo auf das Cover. Und ich würde sagen, wir haben alles gesagt. Oder möchtest du noch speziell was loswerden? Mir fällt jetzt kein... Wir haben eigentlich über alles gesprochen. Also wie gesagt, ich werde alle Kontaktdaten in den Shownotes verlinken. Und man findet ja, loswerden möchte ich halt einen Hinweis auf unsere Seite www.soberguides.de. Wir sind mittlerweile 30 Soberguides. Es werden auch immer wieder neue gesucht. Da ist auch ein Hinweis drin auf der Soberguides-Seite, wenn dann jemand Lust hat, der auch schon länger abstinent ist. Man muss halt dazu abstinent sein, wenn man sowas machen will, das ist klar. Kannst du nicht aus der Klinik rauskommen, kannst gleich sagen, du weißt alles, wie es geht. So ist das ja nicht. Also wenn denn Leute Lust haben, sowas auch zu machen, einfach mal auf die Internetseite geguckt. Wir suchen auch immer noch Leute, die da mitmachen. Also mit unserem ersten Ausbildungsschwung, da waren 20 Leute. Wir sind alles gute Freunde geworden. Das ist schon der Wahnsinn, gell? Wir haben immer noch alle guten Kontakt. Wir sehen uns ja auch alle halbe Jahr, sehen wir uns mal wieder. Da wird ein Meeting gemacht in einem guten Hotel. Zahlt natürlich alles die Guttempler. Auch die Ausbildung, die kostet nichts. Man kriegt sogar die Fahrtkosten erstattet zu den Hotels. Ja, also ich finde das auch sehr, sehr, es hört sich sehr interessant an. Ich werde auch mal ein bisschen recherchieren. Und da hat jeder Soberguide seine Seite drauf. Sein Profil, wo er ein bisschen was über sich schreibt und jeder von uns seine E-Mail-Adresse hat und seine Telefonnummer. Es geht alles über einen Hamburger Server, darum haben wir eine Hamburger Vorwahl, weil der Hauptsitz der Guttempler ist in Hamburg. Mhm. Das läuft aber alles zu normalen, sage ich mal, Tarifen, wenn du jetzt von dir aus in Frankfurt anrufst. Also das ist wie eine normale also nichts, was richtig Geld kostet. Ich mache ja auch noch beim Mottelefon Sucht mit. Und da sage ich immer den Leuten, wenn ich höre, die rufen übers Handy an, lass ich mir die Nummer geben und rufe die meistens zurück, weil die Telefonnummer vom Mottelefon Sucht, die kostet leider Geld übers Handy. Ist noch kein Sponsor gefunden, der das übernimmt. Leider. Vielleicht findet sich ja jemand. Ja. Wer sich angesprochen fühlt, darf sich auch gerne bei Horst melden. Und genau. Ich finde es schön. Also wir hoffen, dass wir mit unserem Gespräch nochmal vielleicht mehrere Menschen motivieren konnten, doch darüber nachzudenken. Und ihr könnt mich anrufen, ihr könnt den Horst anrufen, ihr könnt andere Soberguides anrufen. Schaut einfach mal im Internet und sucht euch denjenigen oder das Programm, was euch am besten gefällt. Ja, bei uns ist halt, man kann sich den aussuchen, der einem am besten gefällt, wo man meint, man muss ja schon mit jemandem ein bisschen grün werden, sage ich mal. Ja, klar. Die Chemie muss stimmen. Ja. Ich habe manchmal Gespräche, die gehen, es ist krass, die gehen weit über eine Stunde, gell? Kenne ich auch, ja. Ja, und bei manchen Gesprächen merkt man auch, dass die Chemie dann wirklich nicht passt. Und ich glaube, das ist bei dem Thema Alkohol auch ganz, ganz wichtig, Horst, oder? Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Ja, man muss sich gut aufgehoben gefühlt. Also man muss sich wohlfühlen einfach im Gespräch. Ja. Ja. Ich habe mich auch sehr wohl gefühlt. Das ist schön. Ja, Horst, dann würde ich sagen, schöne Grüße nach Bayern. Jo, danke. Und, an die Alpakas, an deine Partnerin, einfach an Bayern. Ich bin ja auch in Bayern. Mein Vater ist Bayer, also ich liebe Bayern. Ja, Bayern ist schon toll. Ja. Schon toll, ne? Du hast alles richtig gemacht. Das denke ich mal, ja. Für den Rest meines Lebens. Ich will ja noch ziemlich alt werden. Wir bleiben in Kontakt. Schöne Grüße und danke, dass du dich gemeldet hast und vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Liebe Grüße. Jo.
Vielen lieben Dank, dass du meinem Love Sober Podcast zugehört hast. Ich hoffe, du konntest auch mal schmunzeln, auch wenn das Thema Alkohol doch recht ernst ist. Wenn du Unterstützung suchst, dann melde dich gerne per E-Mail bei mir, chris@lovesober.de, oder schaue auf meine Webseite lovesober.de. Mein kostenloses E-Book sende ich dir auch gerne zu. Wenn du gerne Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann schreibe mir einfach eine E-Mail. Ich freue mich sehr auf deine Geschichte. So, und alle Infos zu der heutigen Folge findest du auch in den Shownotes. Und bitte unterstütze mich und bewerte den Love Sober Podcast bei Spotify und bei iTunes. Das wäre fantastisch. Vielen lieben Dank. Jetzt sage ich aber erstmal Tschüss, bis nächsten Sonntag. Alles Liebe, deine Chris. Und ganz wichtig, unterschätze niemals die Kraft, die in einem Neuanfang steckt.